Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sea of Thieves. Heute haben wir eine kleine Special-Folge, das heißt, ihr bekommt jetzt meine fünf besten Sprengfass-Experimente zu sehen. Ich glaube, das Schiff bewegt sich ein bisschen, oder? Ja, ich treffe das Fass nicht. Können wir einmal besser schießen? Oh, shit! Wo musst du gegen das sagen, Alter? Und schon weg. Wupp, wupp, wupp. Das wurde echt richtig reingedrückt. Alter, wie schnell das untergeht. Das geht auch schneller als versenken drücken. Ja, ja, das stimmt. Das wurde ja richtig runtergedrückt. Es fährt! Wir haben den Antrieb! Kann ich hinten eigentlich schon zwei machen, weil vorne sind zwei, hinten dann zwei. Du lässt dir deine Kreativität freien Lauf. Das wird ein Spaß. Ich meine, die restlichen kannst du schon links und rechts mit verteilen, das wäre das Problem. Achso. Wir müssen aber halt in einem Radius von 8 Metern sein, dass sie gar hochgehen. Das ist zum Beispiel schon zu weit. Das passt. Zum Glück gibt es keine Strömung. Noch kannst du es machen. Ich glaube, ich muss den ein bisschen näher noch anlegen, aber ich lege jetzt mal hin. Ich hoffe, dass es wirklich reicht. Bis vorne hin. Willst du es wohl rausschießen, das Schiff? Nö, ich wollte reichende ringsrum ein Feuerwall haben. Mit zwei pro Seite geht's auf jeden Fall nicht. Ah, das wird eng. Das wird eng. Könnte gerade aufgehen. Ich weiß nicht, ob das so reicht. Ich, also ich bin gleich mit meiner Seite fast fertig. Ich brauche nur noch zwei Sprengfässer. Kannst du es bei meiner Seite mal angucken, mal schauen, ob du es bei deiner Seite noch hinkriegst. Ansonsten müssen wir den Lumpen dispositionieren und dann. 1, 2, 3, 4. Habe ich eigentlich auch so. Ungefähr. Wie viel hast du schon? Ich habe auch 4 genommen. Gut, wir haben oben noch zwei Stück stehen. Dann können wir vorne hier gerade die Ecke zumachen. So müsste es doch jetzt stimmen, oder? Ich will heute mal einen schönen Ring haben und ich hoffe, dass das Sprengfass oben reicht, um die unten zu zünden. Oh, okay, normal ein bisschen bewegen müsste es sich, oder? Mit Anker. Wie das aussieht. Gut, ist irgendeiner versucht, das Schiff zu rammen. Fliegt mit hoch. Alle ganz nach oben. Agent 2, unser Testgelände. Schaut schön aus. Schieß. Shit! Jetzt überlegt ihr, wir hätten kein reines Schiff mehr in Nevada. Gehen wir auf Schiff? Ach Gott, eigentlich müsste ich von außen mal sehen. Warte mal. Ich würde von wohin stelle ich mich da am besten? Ich stelle mich auf dem aus. Warte, ich stelle mich da üben auf den Turm. Ich hoffe, dass ich das. Ich brauche erst den Sniper, verdammt. Ich muss sicher gehen, dass das Ding auch funktioniert. Und dann nehme ich mir auch ganz schnell noch Bretter mit. Es könnte sein, dass wir die da gleich brauchen. So, jetzt, ja, hier von hier aus kann ich es ultra gut sehen. Ich hoffe, dass es so schön funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, Gottes Willen. 3, 2, 1. Fuck. Tschüss! Ich wusste nicht, dass das Schiff im Rückwärtsgang hat. Ich hab irgendwie ganz das Schiff ist fast auf uns drauf. Unser Schiff ist fast auf den drauf gesprungen. Und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch haben diese 5 besten Momente gefallen. Deswegen macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.